Moin. Heute gibt es den 40. Teil meines Lego Powered Up Programmiertutorials, nämlich dank Matthias Matulek oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und er hat geschrieben, ich will ja nicht nerven, aber dieses logischen Operatoren und oder müssten mal besprochen werden. Darum soll es dementsprechend heute gehen, nämlich um logische Operatoren, also diese ganzen komischen weißen Blöcke, zumindest ein paar davon. Und als Beispiel habe ich mir hier quasi so eine Art Tresorsteuerung genommen. Es ist ja auch vor kurzem bei Lego Bricklink Designer Programm der Tresor gekommen. Und da gibt es ja quasi zwei Trommeln, die richtige, oder zwei Revolver, die die richtige Position haben müssen. Und ähnlich ist das hier auch zumindest die Idee. Wir haben hier zwei Motoren, die beide Umdrehungssensoren enthalten. Das heißt, man kann ja eigentlich irgendwie ein Programm schreiben, wo beide eine gewisse Position haben müssen, um dann wahr zu sein oder um dann halt zum Beispiel einen Tresor zu öffnen. Das heißt, wir haben einen Motor, der muss eine bestimmte Position haben und einen anderen Motor, der muss auch eine gewisse Position haben. Und um diese Position zu bestimmen, beziehungsweise um zu gucken, ob die in der Position sind, habe ich mir das hier ausgedacht. Das sieht jetzt einfach ein bisschen kompliziert aus, ist aber so am einfachsten oder am praktischsten umzusetzen. Wir haben hier die Position des Motors, davon ziehen wir 180 ab. Das heißt, die Frage ist, ob wir bei der Position 180 sind. In diesem Fall wäre das quasi einmal rumgedreht, zumindest wenn die am Anfang in der Position hier sind. Du kannst natürlich auch die aktuelle Position der Motoren anzeigen lassen, dann ist es alles noch ein bisschen einfacher zu verstehen. Also gucken, ob die Motorposition minus 180 ist, also quasi, wenn die hier bei 180 ist, wenn der Motor bei 180 ist, die Position ist das Ergebnis hiervon 0. Das heißt, dann wäre das hier 0. Davon bilden wir dann den Betrag. Das heißt, dann ist es egal, ob es minus 10 oder plus 10 ist, am Ende kommt der 10 raus. Und da wollen wir gucken, ob das Ganze kleiner als 45 ist. Also quasi, ob der Abstand des Motors oder der Position des Motors von den 180 kleiner als 45 ist. Also letztendlich gucken wir, ob der Motor bei 180 ist, mit einem Sicherheitsintervall von plus minus 45 Grad, also 90 Grad. Das heißt, im Endeffekt, das sollte wahr sein, wenn das Ganze hier ist oder hier ist ungefähr. Aber wenn das Ganze da drüber ist, zum Beispiel hier oder hier oder hier, dann sollte das Ganze falsch sein. Das gilt in diesem Fall auch nur für eine Umdrehung. Das heißt, wenn man ihn zu weit dreht, dann wird er immer weiter zählen und ist dann irgendwann bei 720 oder so. Und wir gucken halt nur, ob das Ganze 180 ist und nicht, ob das Ganze immer wieder 180 ist. Aber egal, das sind nur so kleine Details dabei. Ich verbinde mal kurz den Hub, weil man dann eben auch besser die Position sehen kann, beziehungsweise beim Verbinden wird jetzt der Motor kalibriert. Und das heißt, jetzt ist der hier in der Position 0 quasi. Und wir wollen jetzt zwei Motoren oder auf zwei Motoren reagieren. Das heißt, wir brauchen das auch nochmal für den zweiten Motor. Da kann ich das einfach kopieren. Hier den Motor auf B ändern. Und das ist halt einfach genau das gleiche, nur halt für den anderen Motor. Und jetzt können wir gucken. Wir wollen ja hier quasi und oder besprechen. Und wir können ja erstmal mit oder anfangen. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze hier reinziehen, dann ist das Ganze falsch, weil die Motoren bei 0 sind. Und das ist ja nicht im Rahmen von 45 Grad im Abstand oder an der Position 180. Das heißt, das ist nicht 180 und dementsprechend ist das hier falsch jeweils. Und natürlich, das ergibt auch Sinn, weil die Position der Motoren bei 0 ist oder bei minus 1 oder ungefähr in dem Kreis. Jetzt kann ich aber an den Motoren drehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel den hier so ein bisschen drehen, dass der bei 180 ist ungefähr. Und dann wird das Ganze insgesamt wahr. Also hier oben ist jetzt ein Haken und kein X mehr. Ich kann das auch noch weiter drehen. Dann wird das irgendwann wieder falsch. Hier unten ist es dann wieder wahr. Und hier oben wird das dann wieder falsch. Das Bild hat immer so ein bisschen Verzögerung im Vergleich zu dem Motor hier oder zu dem Kamerabild hier. Das gleiche ist hier. Das heißt, wenn ich das hier nach unten drehe, wird das auch wahr? Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. So ein Tresor, der soll nur grün werden oder sich nur freischalten, wenn die Räder an beiden Positionen sind. Oder wenn beide Räder in der richtigen Position sind und nicht nur, wenn eins davon an der Position ist. Weil das ja so eine zweite Sicherheit ist. Also es gibt quasi zwei Räder, die beide richtig sein müssen. Und bei nur einem Rad, da kann man das halt relativ leicht rausfinden. Ist ja zum Beispiel bei so einem Zahlenschloss so, dass wenn man da zwei oder drei Zahlen hat, dass das sicherer ist, als wenn man nur eine einzige Zahl hat. Und bisher haben wir hier ein Oder. Das heißt, es musste nur der eine oder der andere Block erfüllt sein, also nur der ein oder andere Motor in dem entsprechenden Rahmen oder bei 180 Grad sein.
Und dann ist es wahr, das heißt, egal welchen der beiden Motoren wir nehmen, das ist dann schon direkt wahr. Aber wir können hier auch einfach ein und nehmen. Dann kann ich jetzt hier nochmal wieder ranzoomen. Und wir können uns das nochmal anschauen. Und wenn ich jetzt drehe, dann kann er auch im richtigen Bereich sein, passiert nichts. Ich muss den anderen auch noch dazu drehen. Und dann wird er wahr. Wenn einer von den beiden falsch ist, egal ob der linke oder der rechte, dann ist es falsch. Das heißt, das Programm funktioniert soweit. Um das jetzt mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, füge ich jetzt mal eine kleine Ergänzung hinzu. Nämlich habe ja eine LED und die können wir einfach leuchten lassen. Das heißt, wir können einfach in so einem Kreis oder in so einer Schleife abfragen, ob die beiden wahr sind. Und je nachdem, ob das Ganze wahr oder falsch ist, können wir dann das Licht von dem Hub grün oder rot leuchten lassen. Das können wir dann auch nochmal ausprobieren. Und jetzt ist es nicht erfüllt, das heißt, das Licht hier, das leuchtet rot. Leuchtet immer noch rot. Wenn ich das jetzt erfülle, leuchtet das Ganze grün. Und der Tresor wäre quasi freigeschaltet. Also ich hoffe, dass man jetzt ungefähr verstanden hat, wofür und oder da sind. Bei und müssen halt beide erfüllt sein, beide die richtige Position haben und bei oder nur einer von den beiden. Man kann das natürlich auch nochmal anders lösen, das Ganze hier. Und dann jeweils für jeden Motor abfragen, ob die Position größer als 120 Grad ist oder kleiner als 200 Grad. Und dann, also man könnte dann quasi auch 3 Unz nehmen, pro Motor jeweils einmal, ob das Ganze in dem Bereich ist. Also jeweils die kleinere und die größere Grenze abfragen. Aber wenn man das mit diesem mathematischen Ding löst, ist es halt ein bisschen performanter. Aber gut, das war's dann mit diesem Video. Wenn du dazu irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du mich wie immer gerne in den Kommentaren fragen. Aber das war's dann bis hierhin mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.